Eintreffen im Park hatten wir eine starke Rauchentwicklung aus dem hinter uns befindlichen Gebäude. Wir mussten von einer bevorstehenden Durchzündung aufgrund des Rauchbildes ausgehen, sodass wir die ersten Einsatzmaßnahmen nur im Außenangriff zur Abriegelung des Objektes durchführen konnten. Wir hatten hier an der Einsatzstelle einen Zug der Berufsfeuerwehr und drei Züge der Freiwilligen Feuerwehr plus weitere Kräfte auf der Feuerwache 1 in Bottrop zur Absicherung des rückwärtigen Stadtgebietes. Insgesamt 65 Einsatzkräfte mit ca. 10 Fahrzeugen. Aufgrund der Bauart des Objektes aus Holz und Dämmwolle werden wir sicherlich relativ lange noch hier mit Nachlöscharbeiten zugange sein. Unsere Brandmeldezentrale ist angesprungen, weil es in einem ehemaligen Eisladen gebrannt hat. Dieser Eisladen ist aus Holz und hat dementsprechend ziemlich schnell Feuer gefangen. Die Feuerwehr war aber sehr schnell da und konnte den Brand dann löschen. Wir können den Schaden momentan noch nicht genau beziffern. Wir sind erstmal froh, dass wir heute geschlossen hatten, keine Gäste, keine Mitarbeiter in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wir werden am Freitag ganz normal öffnen können. Natürlich sieht es nicht schön aus für unsere Gäste, da so ein angekohltes Gebäude sehen zu müssen. Aber alle Wege sind frei und natürlich alle Attraktionen sind nutzbar. Und wir gehen am Freitag ganz normal in die Osterferien.